100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. Moin zusammen, weiter geht's mit War Tales, Folge 2. Tag 1 ist durch, wir haben Harkat rekrutiert, sind durch Stromkampf durchspaziert, haben das erste Kopfgeld geschafft und haben auch schon die ersten Leichen gefressen. So, und jetzt geht's direkt in die nächste Mission. Alter Leuchtturm. Zwei Ganoven, ein Wilderer. Eine Bande gesetzloser Diebe hat sich hier verschanzt. 185 Goldmünzen kriegen wir dafür. Ich muss mal durchrechnen, was meine Leute an Sold haben wollen. 15 und 13, 18, nochmal 15, da sind wir bei 48, 51 oder so, da hinten ist noch einer, 65 glaube ich, ne? Dann kriege ich mit einem Kopfgeld schon für ja, knapp 3 Tage oder 3 Rasten oder 9 Rasten, ich glaube bei jeder Rast nach 3 Tagen muss man zahlen, aber das lohnt sich auf jeden Fall. So, Negan holt hier den Bogenschützen im Nahkampf. Der ist nämlich gleich als nächstes dran. Meine beiden Speerkämpfer gehen hier an die Front. Harkat unterstützt. Auf geht's. So, ja, den komischen Speerwall kann ich noch nicht, leider, ne? Schade eigentlich. Haben wir Inkontinenz hier nach vorne oder Rolinon? Ja, ich gehe mal mit ihm hier nach vorne. Ich könnte natürlich auch einfach nach hinten laufen mit meinen Leuten, ne? Aber, nee. Lohnt sich nicht. Den Ganoven kriege ich mit Glück sogar gekillt jetzt. Und bis 9. Oh. Oh Gott. Ups. Beziehung zwischen Inkontinenz und Tritt hat sich verschlechtert. Ja, so viel dazu. Das war ganz schlecht gerade. Zug, der hier, ne? Ach Gott, eine Falle lag da auch noch. Meine Güte, geht das wieder schlecht los hier. Ach, ich hoffe, dass den Patzer wieder ausgeglichen. So, ihm sind es umzingelt. Gegner sind demoralisiert. Ah, die letzte braucht nichts mehr machen. Neue Runde beginnt. Und einmal den Hammer durchs Gesicht. Sehr schick. So, wieder 3 Leichen. Alles plündern. Die 3 Toten nehmen wir mit. Und dann Inkontinentia. Ja, meine Güte. Beziehung. Beziehung zwischen zwei Gefährten kann sich je nach ihrem Interaktion von Hass bis hin zu Liebe verwandeln. Toleriert Tret.
Ja, das war ein Unfall. Okay, weiter geht's. Ihr habt die Mission Freilassen alter Leuchtturm abgeschlossen, anstatt den gesamten Bericht und Belohnung zu erhalten. Was wir hier noch machen, da sind zwei Truhen. Ich würde sagen, das ist Harkards Turn, ne? Holzfäller, nee. Wir wenden Dietrich. Harkard, du wirst mein Dieb. Geschicklichkeit brauchst du nämlich. Bestätigen. Hol ich auch meinen Bogenschützen als Dieb. Der hat 2%. Ja, okay, nee, ist auch okay. Dreht ihn Dietrich und drückt die linke Maustaste, um ihn nach Schloss einzuführen. Je näher Dietrich in eine Öffnung ist, desto mehr erhebt er sich. Doch wackelt er zu sehr, könnte er brechen. Haben wir den ersten. Und den zweiten. Wow, dieser Schild wurde ausgiebig als Schlagwaffe eingesetzt. Abwehr plus 13, Rüstung 7, erlittenen Schaden von Schusswaffen 90% verringert und Willenskraft plus 1. Plus Militärbericht, das gibt dann nochmal einen Fortschrittspunkt. Und Negan hat ein neues Schutzschild. Sehr schick. Und den alten Bums hier nämlich verkaufen nachher. Schädlichkeit 3. Ja, gleichbleibend. Bewegung, Willenskraft. Stärkt die Moral des Trupps im Kampf, erhöht außerdem kritische Treffer. 15 Punkte. Die Einheit überlebt das erste Mal, wenn sie eigentlich im Kampf sterben sollte. Oh, das war früher bei 12. Einmal pro Begegnung. Also, Willenskraft muss ich bei allen irgendwie auf 15 kriegen, damit sie mir unterwegs nicht verrecken. Okay, pass auf, Harker. Du hast das Ding aufgemacht. Du kriegst das Medaillon. So, guck mal, da haben wir da noch eine Truhe. Ups, Knacks, das war der erste. Auch auf der Seite, okay. Wir bringen den Gesamtverdacht aus allen Quellen. Trauben, Milch, Schweinefleisch. Könnte ich eigentlich schon fast so einen Hanftee machen. War hier noch was? Nee. War da eigentlich nur zwei Kisten, aber na, besser als nichts, ne? Okay, weiter geht's. Ja, ich werde gar nicht zu viel erkunden hier auf der Ecke. Das ist nämlich das nächste Kopfgeld. Da waren Schweine. Da können wir noch was untersuchen. Fünfmal Wildfleisch. So, nochmal Holz eingesammelt, sehr cool. Oflund, da müssen wir später hin. Altes Salzbergwerk, da lohnt sich das noch nicht reinzugehen wieder. Nach einer gewissen Zeit kann man ein zweites Mal rein. Na, kommt mal mit. Ah, Mist. Das Sprinten überreizt. Ja, bla bla bla. Die lassen wir. Und die kümmern wir uns später. Inkontinentia. Jedes Mal, wenn einer Zug neben einem Verbündeten beendet, ohne im Kampf verwickelt zu sein. Yes. Bewegung plus 2. Stärke. Aufspießen. Erstmal nehmen wir noch 2 Punkte Bewegung mit. So, und ich habe auch genug Kohle dabei, dass ich mir jetzt ein zweites Pferd einfach mal hole. Eigenschaften, ist nichts dabei. Blutdürstig und Fleischfresser. Ja, nee. Willenskraft um 2 erhöht. Vielfraß plus 1.
Dann doch eher noch das hier. Adoptieren für 180. Yes. Und er hat sich am Trupp angeschlossen. Eure Gefährten halten das für eine großartige Idee. Please accept these horseshoes. Bitte nehmt diese Hufeisen. But for the eye's sake, use them on your new steed. Dem Auge zuliebe beschlagt damit euer neues Ross. Okay, Hufeisen erhalten. Die Bewegungsgeschwindigkeit der Welt um 3%. Das waren vorher auch 5, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall haben wir jetzt ordentlich Tragkapazität. Although the war in Edoran, I can tell you aren't soldiers. Ja, okay, kein neuer Text. Zurück nach Stromkap. So, als erstes geht's zum Schmied. You can use my anvil. I can also repair your armor. Oh, and I'm looking to hire a skilled blacksmith. A few dents here and there. Nothing more. There. Good, isn't it? Okay, Negan, Novize, Klamotten. Schade, Leder fehlt mir, ne? Mir fehlt alles. Aber ich glaube, wenn ich den Auftrag abgebe, dann kriege ich irgendwie was. Might she be looking for work? Okay, our role as emissary. Here is your reward. Kassiert. Ihr habt eure Belohnung. So, die sind einfach. Schwer, schwer, schwer. Übelbar. Da muss ich mit dem oder der Falschen angelegt haben, denn es wurde ein sattes Kopfgeld ausgesetzt. Nächster Auftrag in 7 Stunden. Und da ganz links irgendwo. Feel free to come back often. There's always folk looking for work around here, especially since all the fighting started across the border. Die Schmuckstücke wieder verkaufen. 5, das Fell, die Schmierer. Ah, es geht schon wieder los, dass mein Inventar hier völlig durcheinander ist. So, pass mal auf, Schmiedekram kommt nach unten. Essenkram auch ein Stück. Das brauche ich. Dietriche Kletter. Ach, guck mal, hier ist noch ein Messer, das wir verkaufen können. So, dann haben wir da Holz. Nahrungsmittel. Lanzen. So, reicht's erstmal. In die Apotheke. My concoctions can heal the most grievous injuries. Be sure to hold on to the vials after using them. Ich brauche nämlich ein Pestheilmittel, wenn wir Torus finden. Ach, Öl der Stärke, guck mal, das kann man jetzt auch so schon kaufen im Laden, das ist auch cool. Neuer Beruf, Alchemist. Fehlt mir aber einer, da müsste ein zweiter Waldläufer oder so. Okay, so wohin wollte ich jetzt? Genau, nochmal zum Schmied. You can use my anvil. I can also repair your armor. Oh, and I'm looking to hire us. Okay, rein ins Gasthaus. Ich würde sagen, wir rasten jetzt hier auch erstmal. Feel free to come back often. There's always folk looking for work around here, especially since all the fighting started across the border. Okay, die Gefährten sind ausgeruht. Dann gehen wir jetzt wohin? Oben hoch zu diesem Kopfgeld. Ja, ich glaube. Wir müssen aber vorher beim Zuchthaus vorbei, ne? Aber wo hatte ich Torus damals gefunden? Wenn das Hufeisen passt. Na nur, irgendwie ist mein Bild gerade ein bisschen dunkler, ne? Oder spinne ich? Ne, da kommt er wieder. Okay, ich wollte jetzt den anderen Weg einschlagen. Und angeln wollte ich auch noch mal kurz.
Bergarbeiter, Koch. Ja, hier, Rolinon. Bergarbeiter, ne? Inkontinentia. Bergkämpfer. Ja, dann habe ich keinen Angler gerade über, ne? Schmied, Tüftler, Dieb, Bergarbeiter. Ja, schade. Dann angeln wir ein anderes Mal, wenn ich den nächsten Begleiter im Trupp habe. Auf jeden Fall auf den Straßen laufen, kommt man ein bisschen schneller vorwärts. Da kommen ja noch ein bisschen Erzklumpen. Zack, nur einen, aber na, immerhin. Ausdauer ist auch ganz schön schnell alle. Zuchthaus von Tiltren. The Lady Mayoness has offered a reward for any outlaw captured in the region. You should give bounty hunting a try. Ja, die Gegner, die müssen zwingend Gesetzlose sein. Da dürfen keine sonstigen. Okay. Ah, ich nehme mal nur 3 mit. Erstmal. Oder? Was wiegen die? Ein halbes Kilo? Ja, ich nehme erstmal nur 3 mit. Leline. Zahl für meine Freiheit und ich werde euch gehören. Untersuchen. Was kannst du denn? Rostiges Messer. Sold ist verringert. Bewegung verringert und weniger Berufserfahrung. Du bist ja einer. Herr Mart. Pay for my freedom and I will be yours. Mal, noch ein Rohling, ne? Flink, Glückspilz. Mit. Glücklos, Entschuldigung. Rollpilz, Tragfähigkeit verringert. Nee, auch nicht, danke. Liren. Free me. I promise I'll never steal again. Ich werde nie etwas, nie wieder etwas stehlen. Auch nur ein Messer, ne? Waldläufer, ja, schade. Schwertkämpfer hätte ich es mir überlegt, aber so erstmal nicht. So, wir nehmen die Abkürzung durch den dunklen, bösen Wald. Was ist da? Holz. Und Fisch. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier oben hoch. Ah, verdammt. Das Laufen schon wieder überreizt, ne? An dem Turm war der Schmied. Ich glaube, den hole ich mir auf dem Rückweg ab. Ah, 5-mal Leder, ja, nice. Nochmal Holz. Nochmal Erz. Ich dachte, mein Gepäck war schon wieder. Ach, 165, nee, das passt. Okay, Waldbauernhof. Hier kriegen wir nämlich Torus. Harry. A plague rat bit my husband while he was out chopping wood, and Stormcap has cast us out. Ever since, I've had a very hard time finding enough food for him. Okay, ja, der wurde von einer Pestratte gebissen. Dafür brauchen wir halt das Pestheilmittel. I've nothing to offer in return, but could you take care of him? Und wir sollen uns um ihn kümmern. Das kann natürlich in zweierlei Richtungen ausgehen. Ja, Torus, sprechen. I heard what my wife told you. She's right, you know. I will eventually turn against her. Do what you must. I'd rather die than hurt her. Rekrutieren. Für 5-mal Wildfleisch. Oder erledigen. Nee, rekrutieren, yes. Torus hat sie eurem Trupp angeschlossen. Und er hat eine Infektion. Infektion behandeln, Pestheilmittel. Zack, und er ist geheilt. Dann haben wir hier auch schon meinen Holzfäller. May the all-seeing eye give me the strength to go on living without him. Okay, und da ist jetzt die Frage, ne? Scharfrichter fügt allen Einheiten im Zielbereich Schaden zu, greift pro Einheit im Zielgebiet einmal an. Oder den Amoklauf.
mit dem Ziel dreimal mehr 3 bis 4 Schaden zu. So, Abhandlung über die Pest. Das muss ich stehlen. Arkad. Ihr könnt Gegenstände mit rechten Maustaste stehen. Ihr Diebstähle die Verdachtsstufe der Wache. 65 bis 105. Okay, stopp, stopp. Okay, 67 ist noch okay. 10 bis 15. Kleine Figur, die einen Soldaten darstellt. Ach komm. Nehmen wir auch noch mit. So, verwenden Dietrich. So, Nummer 1. Ach, geil. Nummer 2. Nummer 3. Den Kram kann ich so mitnehmen. Alles andere ist hier die Diebstahl. 10 bis 15, 25 bis 45. Nee, dann komm, das letzte Essen lassen wir ihr, ne? So ein Unmensch spiele ich nur auch wieder nicht. Reicht schon, dass ich da sonstiges habt und gut aus ihrer Hütte mitnehme. So, auf jeden Fall haben wir jetzt einen neuen, coolen Axtkämpfer, ne? So, guck mal, Beifall, Riposte. Alle erhalten Riposte. Und auf einem höheren Level später, glaube ich, war das dieser... dass man mehrere Schritte laufen kann. Wir kriegen auf jeden Fall eine geile Zweihandachs und eine geile Einhandachs. Deswegen überlege ich jetzt, ob ich ihm den Scharfrichter oder den Berserker gebe. Ich würde fast sagen, er wird Berserker. So, Verfassung. Kostet 15 Punkte. Ne, ab 15 Punkten, ne? Willenskraft. Leere Ziele, so war das. Kostet 0. Willenskraft kostet 10. Gut, dann gucken wir mal, dass wir die erstmal irgendwie alle auf 15 kriegen. So, Abhandlung über die Pest. Gibt dann noch einen Punkt. Bienenbümpchen. Es gibt vermutlich bessere Dinge, die man mit diesem mit Bienen gefüllten Bällchen machen könnte, aber irgendjemand hielt es wohl für eine gute Idee, es nach Gegnern zu werfen. Ach was, fügt einen Einheit im Bereich 10 bis 20 Schaden zu, erzeugt einen Bienenschwarm. Ach, wie cool. Brot, Schweinefleisch, Hanftee. Kochen lasse ich erstmal noch. Satteltaschen, ne? Ja. Nehme ich mit. Lagerfeuer, Kochtopf. Warum einen zweiten Kochtopf? Oder warum Sternchen dabei? Also wahrscheinlich ein verbesserter Kochtopf, genau wie die Werkstatt. Ach nee, guck mal. Dann ist mein Kochtopf einfach nur verbessert, vermute ich, oder? Könnt während der Rast Holz verbrennen, um Kohle zu erzeugen. Nehmen wir auch mal mit. Alles fürs Lagerfeuer. Okay, raus hier. Was ist das da? Pilze. Was seid ihr denn da? Die lassen wir links liegen. Gehen wir hier zum Rüstungshändler. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Nee. Und meine Rast ist fast. Ich muss irgendwo hin, wo ich in Ruhe rasten kann. Weil es schon wieder das Laufen überreizt. Hier am Waldesrand rasten ist, glaube ich, auch nicht die cleverste. Und da sind nämlich die Kopfgelder, ne? Ja, das wird interessant. Okay, ich speichere hier auf jeden Fall mal. Und an der Stelle rasten wir. Torus. So, pass mal auf. Novize. Kochtopf. Werkstatt.
Ihr könnt Waffen, Rüstungsteile und Zubehör mit geringem Wert zerlegen, um bis zu ein Ressourcen zu erhalten. Okay. Nee, ich nehme erstmal den besseren Kochtopf oder das Zelt. Erstmal den Kochtopf. Kostet 100 Kronen. Aufwerten, ja klar. Und dann verbrauche ich weniger Essen, ne? Lagertruhe schon gebaut, noch nicht. Baue erstmal die Lagertruhe oder. Ja, Kochtopf wäre eigentlich schon wertvoll. Satteltaschen. Herstellerbonus. Und noch ein Fortschrittspunkt. Okay. Erstmal ans Pony. Ach, der hat schon Satteltaschen. Der Hufeisen. Okay, dann müsste ich mir irgendwann mal ein drittes Pony noch holen. Zu viel auch nicht. Kletterhaken hatte ich noch keine. Machen wir auch mal zwei Stück von. Da noch ein Seil. Lagertruhe schon gebaut? Nein. Lagertruhe, aber keine Ressourcen mehr für. Kletterhaken, Angelhaken, okay, reicht. Boros, setz dich mit ans Feuer. Kein Salz. Gefahr, 80%. Ja, das wird einen Kampf geben, mit Sicherheit. Zack, zack, zack. Genau, verringert täglich Nahrungsverbrauch des Trupps um 4. Sehr cool. Ja, so, zack. Und Rast. So, wir werden angegriffen. Oh, Mist, die Wache kommt, glaube ich, auch vorbei, ne? Trupp ist ausgeruht, nichts ist passiert. Boah, hab ich aber mal Schwein gehabt. Scherge und Plünderer. Lohnung 190. Und 91 müssen wir jetzt zahlen. Okay, den Kampf machen wir noch. Dann ist erstmal wieder eine Runde Pause. Fügt allen Einheiten zu Beginn. Scherge, der greift gleich an, ne? Der kommt nirgendwo ran. Guck mal, dann ziehen wir doch mal alle hier hinten rüber. Kloppen gleich alle zusammen auf den Schergen ein. Der Stümmeln fügt einen im Bereich. Ah, muss mal gucken, wo er hinrennt. Gehst mal da nach außen. Gehst mal da nach innen. Kommst du auch schon ran? Nein. Der kommt ganz bis da ran. Sechs Meter. Verdammt. Wie weit kannst du noch? Noch 6 Meter, ne? Halten noch. Yes. Nach unten? Schade. Okay. Guck mich ran. Der war Crit. Richtig schön mit kleiner Erschütterung. Ansporn, jetzt schon. Und dann irgendwo ran, ne? Sei denn, guck mal hier, wir stellen dir mal, stelle ich dem eine Falle oder lauf mal da hin.
könnte nämlich sein, dass der runterläuft. Wenn ich Glück habe. Ja, perfekt. War schon, der kommt gleich. Wegen. Amoklauf fügt dem Ziel dreimal mehr 5 bis 6 Schaden zu. 5 bis 6 macht 3x 9. So, dafür kriegt er von hinten jetzt das Messer in die Kehle. Eure Runde beginnt. Schade. Mal mit beidem Bogen auf den da. Kann sein, dass das gleich ein Friendly Fire gibt hier. Obwohl, nee, der haut zuerst zu, ne? Schade. Ja, ich hoffe, man lässt sein Schild fallen. Inkontinenz hat die Eigenschaft Ruhmreich freigeschaltet. Kritische Treffer, Blutung. Sehr cool. Stärke 4. Ja, schade auch. Stärke 4 habe ich schon. Zweihändiger Waffenkampf gibt es leider noch nicht. Rolino ist auf jeden Fall ein Level hoch. Tapfere Unterstützung. Neben einem Verbündeten ohne im Kampf zu sein. Und auch zweimal Willenskraft. Hey, so. Außenposten der Wache. Fortschritt und Deckung haben noch einen Wissenspunkt eingebracht. Warte mal, vielleicht. Im Gefährten gezahlter Soll 10%, weniger Nahrung, weniger Geld. Na, das wäre eigentlich ganz gut. Rekrutierungskosten, Gefährten. Verdachtsanzeige leert sich 10% schneller. Rekrutierungskosten für Gefährten 10% verringert. Ich bin jetzt bei 4, 5, 6, ne? 4 kommen noch. Wirksamkeit, Rüstungsmaterialien herstellen. Kochtopf noch? Ui, können wir noch weiter verbessern. Rezepte, die einen Bonus gewähren, sind mit 30% Wahrscheinlichkeit köstlich. Gefällt mir richtig gut, dass man die Rezepte noch weiter verbessern kann. Okay. Der Trupp. Alter Sold verringert. Betätigungskosten. Ich nehme mal das hier mit. Bedachtsanzeige leert sich. Schnelles Training. Neue Rekruten erhalten einen Fertigkeitspunkt. Ja, das nehmen wir auch mit. Ingig, sprechen. Nothing is beneath him. Bertram stole 2 cows and a calf from my brother-in-law. In one night, his family lost everything. Hey. I will never help the refugees after what happened. They are all just like Bertram. Lawless scoundrels, the lot of them. Ah, die sind auch ziemlich angepisst von Flüchtlingen. To think that we have to camp out here because of some pig-headed bandit. That Bertram will stop at nothing to terrorize the Orkals. But when it comes to facing the guard, that's a whole other matter. You see that cave to the north? He's holed up in there. It's been 3 days and still he won't surrender. Bertram knows he's done for, yet he continues defending his lair with such doggedness that we have no choice but to starve him to death. That's why I need mercenaries. He doesn't know you. He might even let you in if he thinks he can convince you to help him. And once you've gained his trust, you can finish him off for us. We'll make it worth your while, I promise. Okay.
Holzhacken. Guck mal hier. Snowize. Hey, wie er sich freut, ne? So, guck mal, da ist nämlich eine Truhe mit so einem Goldschlüssel. Und ich glaube, da kommt die Wache, ne? Jupp, wir verkriechen uns mal ganz flott in der Höhle. Bertram, Matitel. I hate having to strong arm the farmers, but we have no other choice. The citizens of Tiltren refuse to hire us or share their resources with us. Ach so, wir haben keine Wahl. Die Bürger weigern sich, uns anzuheuern oder ihre Ressourcen mit uns zu teilen, ja, wenn die euch nicht wollen. To think that 4 years ago, Bertram and I spent our days driving oxen. Seems like a lifetime ago. Okay, Bertram, sprechen. Ah, mercenaries. Did Fergus send you to help us? Rowand hired you to kill me. I beg of you, don't do this. We do not enjoy bullying the farmers, you know. We have no choice if we want to survive. Ja, die haben keine Wahl, wenn sie überleben wollen. Rowand is the one who must die. I will match his offer. In fact, I can pay you more. And you would be doing a good deed. Once he is gone, the farmers of Tiltren will have no one to protect them. We won't have to force them to share their resources with us. Kill the captain. It's the only solution. Nee, nee, nee. Wir ohne den Hauptmann hätten die Bauern niemanden, der sie beschützt, ne? Ja. 2 Ganoven, 1 Wilderer. Ich guck mal, dass ich die verhaftet krieg. Das habe ich eben völlig vergessen. So, 1, 2, das sind 4, ne? Achso, ja, 2 Ganoven, 1 Wilderer plus Bertram. Aber guck mal, den hier. Der ist auch gleich dran. Da ist Harker, du kommst mal nach hinten. Bogenschütze auch. Negan kommt hier vorne hin. Und Rolinon auch, ne? Ja. Oh, der hat so einen Rundumschlag mit Giftwolke. Aber pass mal auf. 7,5 Meter. X. Und raus aus dem Kreis. Ja, geht da mal hinter. Schade, den rechts komme ich nicht ran. Sehr cool. Der steht dort. Er wird jetzt nämlich sehr wahrscheinlich hier hinlaufen und Rundumschlag machen. Ne? Warte mal, kriege ich den nicht verhaftet? Versuch's mal. Gefangen nehmen. Wenn die Gesundheit des Gegners unter Hälfte sinkt, könnt ihr mit Ketten oder Seilen gefangen nehmen. Bewegt einen eurer Einheiten neben einen angegriffenen Feind und versucht ihn gefangen zu nehmen. 54%. Befehlt. Schade auch. Aber wo kann er ganz hin? Du bist da, ne? Ah, lauf mal hier runter. Trifft ihn nur einen und nicht 2 mit seinem Rundumschlag. Rüber. Parker, das kommt nicht durch, ne? Der ist auch fast tot. Okay, durch den Felsen durchschießen ist möglich. So, flitzt mal nach oben. Fährt auch nach links, ne?
Runde beginnt. Ganove ist dran. Der da. Kommt bis hier tatsächlich. Bis dort kommt er. Aber ihn kann ich nicht gefangen nehmen. Das ist schade. Aber ich sag mal so, wenn ich ihn nicht gefangen nehmen kann, kann ich ihn töten. Er kommt nur bis da, ne? Das heißt, ich stehe mal vom Acker. Der war richtig gut. Ein Stück nach hinten. Bilderrassanzug, ne? Nee, ist er nicht. Nein, den versuchen wir zu verhaften. Den Hammer. Hey. Akas. Sehr schick. Waffen können wir nach unten bringen zum Verkaufen. Untersuchen. Ach, Goldschlüssel. Bingo. Hauptmann Revant. Ach, der ist da. So, Bertram is dead. My men and the good citizens of Tiltren will be glad to hear it. I must commend you for your courage and your devotion to our cause. Here is the reward the Lady Mayoress promised me. You deserve it. Goodbye. So, Frage ist jetzt natürlich. Ach, guck mal, die können wir mit dem Dietrich öffnen. Und Erz ist hier leider nicht drin, ne? Eins. Zwei, geil. Verdammt, abgebrochen. Und drei. Zehnmal Erz wieder. Sehr cool. Ja, das war's. Hier wieder raus. Gehen nochmal kurz rein, einfach nur um zu gucken, ob jetzt hier irgendwie noch weitergeht. Ne, Erzhöhle gibt's auch nichts. Außenposten der Wache. Goldschlüssel. Untersuchen. Kritische Treffer gegen blutende Ziele um 10% erhöht. Bisschen Sandstein und bisschen Geld war das, glaube ich. Ansonsten gibt es hier gerade nichts, ne? Irgendwie. Doch da. Kämpfen ein bisschen. Okay, würde ich sagen, gehen wir nochmal Vollgas Richtung Rüstungshändler nicht, sondern Richtung Zuchthaus von Tiltren. Guck mal, der ist Angler Novize, ne? Lassen wir ihn das einfach mal machen. Verletzter Gefährte. Und ein bisschen Medizin, ne? Ja, komm, ich bin nicht ganz so doof. Vertrauen ist gestärkt. Werft einen Haken mit der Schnur ins Wasser, ja. Echt. Ups. Bisschen gerüttelt.
Das war's. Okay. Der Flüchtlingsführer hat von euren Taten Wind bekommen. Er möchte euch in der Zuflucht treffen. Ah. Erstmal gehen wir hinten nochmal angeln. Ist jetzt Anglerlehrling, ermöglicht die Herstellung robuster Angelhaken. Oh, robuster Angelhaken? Aha. Da muss ich mal gucken, was das auf sich hat. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass man die Ausrüstungsgegenstände, dass man die irgendwie verbessern kann. So, hat auch keine Angelhaken mehr. Danke, dass du da warst. Jetzt wirst du verkauft. The Lady Mayoness has offered a reward. Yes. Thanks for contributing to law and order. Okay, ja, ich bleib erstmal bei 3 Ketten, oder? Na komm, wir nehmen sie mit, haben 5, aber ich will erstmal keine 5 Gefangenen, weil ich die nicht alle absichern kann. Okay, dann würde ich sagen, blitzen wir nochmal zurück nach Hübs. Stromkap, aber ich glaube, da komme ich mit der Ausdauer jetzt nicht mehr hin. Ne? Laufen mal so weit, bis wir müde sind. Ach, schon wieder das Laufen überreizt, ey. Schaffen wir es noch in die Stadt? Ich hoffe. Ah, das passt. Guck mal hier. Zack, rein da. Sehr cool. Ab zum Schmied. You can use my anvil. Reparieren. I can also repair your armor. Oh, and I'm looking to hide a few dents here and there. Nothing more. So, was können wir machen? Klamotten. Fehlt mir Leder für. Ein Holzschild. Abwehr 11, Rüstung 5. Abwehr 11, Rüstung 5. Ne. Auch nicht. Wurfbeil. Kritischer Schaden. Axtwurf. Basiert auf Stärke. Wurfsichel. Bewirkt 30% Schaden. Einen zufälligen Malus beim Ziel. Eine Runde lang anhält. Wurfmesser. Geschick. Ja, wir machen zweimal Wurfmesser. Jetzt Schmied Lehrling und Harkat kriegt Wurfmesser in die Nebenhand. Bezahlen? Ja. Ach wie? Wenn ihr euren Gefährten heute ihren Sold zahlt, werden sie zufrieden sein. Im Kampf erhalten Erfahrung 10%, hält bis zur nächsten Rast vor. Wenn ihr nicht zahlt, werden sie unzufrieden sein. Okay, dann zahl mal. Achso, ich muss hier rasten, ne? Ja, das ist doof. Warte mal, ich kann doch eigentlich auch übers... Über die Schenke müsste ich doch eigentlich auch rasten können. Wir bauen uns jetzt mal eine Lagertruhe. Kommt hier neben. Und Harkat geht an die Lagertruhe ran. Wollte ich Gasthaus noch mal rein, genau, Kopfgeld kassieren. Might she be looking for work? Our role as emissaries. Here is your reward. Okay, Durchschnitt. Sehr schwer. Durchschnitt. Grab der Ahn, jetzt schon. Kann ich hier auch sollte feel free to come back often. There's always folk looking for work around here.
Especially since all the fighting started across the border. Ah, das ist doof. Warte mal. Natürlich sind Rasten bis zum nächsten Soll 3. Kronen sind die Grundwährung. Ihr müsst euren Gefährten alle drei Rasten ihren Soll zahlen. Ich speichere kurz mal. Und dann rasten wir hier einmal. Feel free to come back often. Ah ja, guck mal hier. Darüber kann man auch zahlen. Okay, alles cool. Especially since all the fighting started across the border. Feel free to come back often. There's always folk looking for work around here, especially since all the fight. So, Truhe muss nochmal der geklaute Gegenstand, damit Harker auch was zu tun hat. Achso, hier, kritische Treffer gegen blutende Ziele um 10% erhöht. Den kriegt Torus. Wenn er da dreimal zuhaut, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er dann irgendwie extra Schaden macht. Alles klar, cool. Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis bald. Und Abo nicht vergessen. Und ciao.